Ein ganz herzliches Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Crusader No Remorse. Ich habe euch letztes Mal natürlich einen Mist erzählt. Die letzte Episode war Episode 20 und jetzt sind wir in Episode 21. Tut mir leid dafür, ich hoffe, das hat nicht für zu viel Verwirrung gesorgt. Aber gut, wir stecken mitten in Mission 8 fest. Und ja, da wollen wir direkt auch mal weitermachen. Ich werde das Spiel jetzt noch speichern. So. Quick Day. Wir sind hier in diesem Bürokomplex und müssen unseren Informanten rausholen. Den haben sie gefasst irgendwie. Die Schweine. Ups. Ich wusste doch, dass da wieder irgendwas ist. Vetron? Jetzt denken können, dass der Wettbewerb da kommt. So. Die Kanone da ist auch weg. Schauen wir mal cool red aus. Und schauen, was hier drin ist. Ein Auge. Das ist ja kein Problem. Und was können wir damit machen? Irgendein Kraftfeld deaktivieren. Na schön. Nun gut. Ja, bitte nicht schießen. Ha, komm. Trau dich. Gut. Dann machen wir es anders. Oh. Spinnmine in Aktion. Was? Der lebt noch? Wie geht denn das? Naja. Zumindest kann ich ihn dadurch looten. Und ich habe meine Spinnmine ja auch direkt wieder zurückgekriegt. Ja, ja. Kein Spielen auf WEC-Equipment. Das wissen wir doch alles schon. Und Clips für den Granatwerfer. Super. Zwei Energy Cubes, so viele brauche ich nicht. Oder doch? Hm. So. Jetzt ist da noch dieser scheiß Bodenroboter. Okay. Blaue Kika brauchen wir noch. Aber soweit ist alles gut. Kein Alarm, glaube ich. Ja, das kann jetzt irgendwas sein. Wahrscheinlich irgendwie eine Energiezelle oder so. Sind wir Medikits voll? Nee, da verwenden wir Medikit. Ja, das war's auch, was am Boden lag. Ach, Silencer. Zwei Spinnenminen. Und da liegt die blaue Keycard. Sehr schön. So, dann gehen wir mal weiter. Ebene 2 sind wir. Ich glaube, wir sind auf Ebene 4 gestartet. Müssen jetzt vielleicht auf Ebene 1 kommen. Es scheint nach unten zu gehen, jawohl. Also die Mission ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Zumindest was so die Gegner betrifft. Ups. Was war denn das jetzt? Irgendein Bug? Bin ich wieder mit dem Fahrstuhl hochgefahren? Es schaut ganz so aus. Na gut, dann gehen wir auch wieder runter. Der eine steht da schon so. Der will auf uns schießen. So. Ah. What? Ach. Ja. Ich habe natürlich im dümmsten Moment gespeichert.
Aber das kriegen wir hin. Speichere jetzt nochmal. Für den Fall, dass ich es wieder verbock. Eigentlich könnte man da die Schrotflinte vielleicht sogar nehmen. Mal schauen, der nervöse Typ hier. Ja, Rebel Scum. Du mich auch. Arschloch. Ja. Und du? Stehst einfach da und lässt dich abknallen. Hm. Da ist eine Kiste, die wollen wir natürlich haben. Hat ganz schön viel Schaden angerichtet, dafür, dass ich eigentlich eine gute Position und einen guten Winkel auf ihn hatte. Was ist das? Bringt das was? Hallo? Oder ist das nur irgendwie eine Spielerei? Und das zerstören? Hm. Medkit brauchen wir nicht. Ja, kennen wir schon. Die sagen auch nichts Vernünftiges. Das kennen wir alles auch schon. Ja, außer eine Kiste war nichts. Erstmal hier lang. Hm. Komm, stirb. Komm schon. Also. Manchmal. Weiß ich nicht. Oh. Erstmal den Laserknarren töten. Die anderen, die sind ja irgendwie auch nicht mehr so ein Problem, wie das schon mal früher der Fall war. So, ich glaube, die Tür, die man da sieht, die haben wir von oben geöffnet. Müssen wir mal schauen. Jetzt will ich aber auch nochmal hier schauen, was es hier noch so gibt. Abgesehen von diesen Fallen. Hm. So. Okay. Kamera. Kriegen wir die von hier aus? Wow. Ach, der hat einen Raketenwerfer. Ich dachte, das ist wieder nur so ein Lasertyp. Kamera. Jawohl. Geht. Aber das geht nicht. Das müsste doch gehen. Den holen wir uns von hinten, Leute. Ich will den looten. Ich bin greedy. Tut mir leid. Ich kann nichts dafür, das ist meine Natur. Ja, ich weiß, aber das macht nichts. Ich sollte nicht hier sein, aber ich bin's normal. Musst du dich damit abfinden oder du stirbst. Das Letztere ist passiert. Bisschen Credits einsammeln von den armen Arbeitern hier. Computer. Ach, die sagen eh nur wieder Mist. Oder? Ja, nicht wirklich was Sinnvolles. Du auch nicht. Und du auch nicht. Okay. Was? Kommst du denn hier? Ich hab doch hier vorhin alles gesäubert. Schweinehund. So. Der Sensor ist auch weg. Gehen wir noch hier rein? Ich liebe es, unschuldige Zivilisten zu töten. Aber nur, wenn sie Credits geben.
Ja. Das muss man hier einfach tun. Ich weiß, viele werden das wahrscheinlich für unmoralisch halten, aber das gehört jetzt halt zu diesem Spiel dazu. Teleporter. Warten wir noch. Erstmal hier lang gehen. Da kriege ich doch wieder einen Stromschlag. So, jetzt haben wir doch gesagt, wir nehmen den von hinten. Und jetzt hat er sich einfach umgedreht, die Sau. So ein Penner. Vielleicht springt er sich selber in die Luft. Komm schon, Kollege. Ah, okay. Gut. Ups. Nee. Ach. Nicht mal am Arsch lecken. Oder auch nicht. So. Einzige Schnauze kann er haben. So, das wär's auf dieser Seite gewesen. Dann sind da nur noch die Teleporter und die... Wow. Nee. So, was wollte ich sagen? Ja, es sind nur noch die Teleporter und die Computer da. So. Nehmen wir den Clip noch mit. Es gibt noch eine bessere Shotgun. Aber die haben wir nicht. Und die konnten wir bisher auch bei Wiesel nicht kaufen. Was ein bisschen schade ist irgendwie. So, ich würde gerne zuerst an die Computer gehen. Geht das? Okay. Da scheinen wieder viele Soldaten zu sein von den Heinis. Was meinst du? Ja, dasselbe. Okay. Unten haben wir noch Türen gesehen, wo wir nicht reingekommen sind. Aber wir gehen erstmal in den Teleporter. Hier waren wir noch nicht. Okay. Was hat das gebracht? Man weiß es nicht so genau. Wow. Komm schon. Ach, Silencer. Reagier doch bitte ein bisschen schneller auf die Steuerung. So. Nun ja, Energiezellen haben wir eh eigentlich genügend. Da ist einer auf dem Klo. Schade, den hätte ich jetzt gerne beim Pissen gestört. Ja, ach. Klar. So, die ersten zwei sind tot. So. Noch mal welche. Ach, kommt schon, Leute. So. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich Munition. So, auf dem Klo scheint nichts mehr zu sein. Oh, nee. Ich habe ihn eigentlich gesehen, aber ich habe nicht reagiert. So. Nein! Muss man den immer den Raketenwerfer für den verwenden, oder? Das ist schon ein bisschen mühsam. Muss ja nicht sein. Ach. Das ist so ein Schweinebauer. Und es bockt auch wieder schon richtig. Aber vielleicht können wir hier durchs Klo durch. Ist hier noch eine Tür? Warum war der eigentlich auf dem Damenklo? Ist das so ein kleiner Perversling oder so vielleicht? Das wäre möglich. So, den hätten wir. Spinnmine. Glaube ich.
Ja, ist klar. Penner. Du Penner. Der schießt auch so schnell hintereinander, dass man... Hey, das gibt's doch nicht. Ja, wie, hast du jetzt Code Red angeschaltet oder wie? So, da steht auch noch einer auf dem Männerklo. Brauche ich zwei Schüsse für den? Das gibt's doch nicht. Wahnsinn, wie der trifft. Ja, anscheinend, wenn er die Tür kaputt macht, dann... Tut mir leid, Leute. So geht's auch nicht, aber es hätte so gehen können. Raketenwerfer in die Hand. So, nochmal. Nein! Bleib doch nicht da hinten stehen! Silencer! Dumme Nuss, ey. So, da kann ich stehen bleiben, glaube ich. Ich speichere immer noch normal. Es hätte fast geklappt, habt ihr gesehen? Aber nur fast. Schieß doch! Mensch! So, haben es geschafft, Leute. Endlich. Das gibt's doch nicht. Ach, das war jetzt ein Kampf hier. So, guten Tag. Hat wenigstens Munition für den AR-7, den ich nicht habe. So. Ach, da steht noch mal einer. Guten Tag. Ach, das sind doch räudige Penner hier. So. Aus die Maus. Speichern. Gehen wir hier in die Ecke. So, den schalten wir jetzt mit zwei Spinnenminen aus. Ist mir egal, wenn wir da zwei Minen verschwenden. Aber der ist sowas von mühsam. Oder vielleicht brauchen wir auch nur eine und dann können wir ihn Maschinengewehr ausschalten. Ja, es reicht ja sogar. Dummes Arschloch, das. Ja, sorry, manchmal muss ich ein bisschen fluchen hier, weil die Nerven halt. So. Da ist ein Bodenroboter. Sehe ich genau. Das heißt, da ist sicher wieder irgend so ein Veteran in der Nähe. Tot. Mein Gott. Bodenroboter. Tot. Ja. Da steht schon wieder so ein Raketenwerfer, Heini. Spinnmine. Ja, schieß doch nicht. Du hast mich nicht mal gesehen.
ist doch einfach nicht fair. So, probieren wir es so nochmal. Oh. Er hat's überlebt. Da steht nochmal so ein Typ. Echt? Echt? So, das wird für den gewesen sein. Für den auch. Na gut. Hat ja geklappt. Mit denen hatten wir jetzt ein bisschen weniger Mühe als vorhin. Vielleicht haben die auch weniger AP gehabt oder so. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Bodenroboter. Okay. Noch einer. Hier ist irgendwo ein Nest von denen. Hm. Aber das könnte klappen. So. Wenn er reagieren würde, aber das tut er nicht. Na. Ja, ich will den jetzt so ausschalten. Ja, man, wenn man außer Sichtweite ist, dann schießt er gar nicht erst. Das kann man natürlich immer machen. So, was machst du? Zugriff gewährt. Ah, da sind die Türen aufgegangen. Super. Können wir wieder zurückgehen, glaube ich. Das war's hier drüben schon. Magazin nehmen wir noch mit. Das war jetzt aber auch ein Kampf hier. Ich will noch ganz kurz gucken, wo es mit dem zweiten Teleporter hingeht. An denselben Ort. Okay, gut. Du bist tot. Glaube ich, der hier. Jawohl. So. In Ordnung. Eine Energiezelle dabei. Super. Medpacks auch gut. Shotgun-Muni. Die nehmen wir mit. Und wir gucken uns mal noch die Computer an. Sicherheitskamera für Level 2. Ja. Ups. Und Sicherheitskamera für Level 4. Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle einen Break. Besten Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir Crusader No Remorse spielen. Bis dann, euer Northgate.